Hier ist euer Dutzi und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute zeige ich euch mein Crit-Bild, wie ich ziemlich gut spielen kann und wie ich sogar auf Albtraum die Gegner ziemlich einfach weghauen kann. So, und dann zeige ich euch mal, was ich so ausgerüstet habe. Also die Maschinenpistole mit Mal des Jägers, dann einmal Strahlengewehr mit dem Farm, mit dem man dann natürlich richtig viel Damage drücken tut. Die Nahkampfwaffe ist erstmal für mich uninteressant. Ich habe einfach mal eine ausgerüstet. Das ist hier, ist die glänzende Rüstung. Ich habe jetzt nur einen Skin drauf gemacht. Das ist mit dem Momentum, wo man pro kritischen Ritter für 3 Sekunden die kritische Trefferchance und den kritischen Schaden um 3% erhöht. Und das ist bis zu 10 mal stapelbar. Also heißt, wenn ihr 10 Schüsse gemacht habt und die waren alle Crit, dann habt ihr automatisch dann für 3 Sekunden 30% Chance zu kriten und 30% mehr Schaden. Und dann habe ich mich Amulett des Revolverhelden entschieden. Man kann natürlich sich noch umentscheiden und da was anderes reinmachen, aber ich wollte halt die Feuerrate wenigstens noch haben, weil das Strahlengewehr, das schießt jetzt auch nicht so gerade schnell. Man kann natürlich auch Waffenmod-Schaden nehmen, dann macht man damit nochmal ein bisschen mehr Schaden oder Herz der Finsternis, wenn man wirklich auf Risiko spielen will. Und es gibt auch, falls ich mir auch noch besorgen will, schwarze Rose. Aber dafür muss man im Überlebensmodus, ich glaube, wie ich gelesen habe, 100 Bosse erledigen. Und das kann ein bisschen dauern. Dann einmal Ring des Verschlingens. Eine 5%ige Chance, dass kritische Treffer mal 4 gerechnet werden. Und des Glücksspielers. Ich verzichte auf Schwachstellenschaden, aber dafür erhöhe ich meine kritische Trefferchance um 15% und meinen kritischen Schaden um 25%. Und da ich sowieso eng schnell draufschieße und auf Crit-Schaden gehe, das habe ich mal ausprobiert und es funktioniert ganz gut. Da wünsche ich euch viel Spaß damit und ich wünsche euch noch jetzt viel Spaß mit dem Ausschnitt, was ich aufgenommen habe. Viel Spaß! Vorbei.